Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Projekt. Hier sind ja noch die Diamanten, die wir das letzte Mal gefunden haben. Mein Plan ist jetzt nach oben zu gehen. Moment, eigentlich sollte man noch vorher irgendwie Obsidian farmen. Damit wir oben schon den Verzauberungstisch machen können. Und dazu müssen wir kurz mal hier, Moment, da ist noch Gefahrenpotenzial. Dazu müssen wir, hier, oder? Ja. So, alles zubauen, wo wir, dass wir da nicht langlaufen. Sonst verlaufen wir uns noch und dann war's das mit den Diamanten. So. Ich muss mir eine Dia-Spitzhacke machen. Brauchen wir jetzt ein Buch oder zwei Bücher? Oder zwei Diamanten und einen Diamanten? Ich glaube, ich muss noch einen Diamanten abbauen. Und dann passt es, glaube ich. Ja, einen baue ich mal noch ab. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie Wasser hinkriegen zu der Lava, damit wir Obsidian bekommen. Warte mal, da oben war noch irgendwo. Boah. Da ist Wasser. So, da bauen wir jetzt einen Kanal zur Lava. Weil die Lava ab. Uiuiui. Lass mich in Ruhe, Junge. Und ihr mich auch. Ja, ich weiß, da ist Gold. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen nerven und mir sagen, baut euch das Gold ab. Nein, das ist gerade unwichtig. Ich brauche Obsidian. Alles für den Obsidian, alles für den Dackel. Ich habe keine Fackeln mehr. Und ich habe nur noch eine Kohle. Ich hoffe mal, dass da unten irgendwo die Lava war. Sonst mache ich das hier nämlich gerade alles nur umsonst. Komm schon. Ja, da ist. Die Fledermäuse, wie die mich nerven. Okay, warte, wo sind wir? Oh, wir sind schon viel zu tief. Warte, ich weiß nicht, welche. Eigentlich passt, hat es hier gepasst. Und da ist schon wieder eine Höhle. Kann das sein?
Alter, der hätte mich jetzt fast ja überrascht, könnte man sagen. So, ich muss hier halt irgendwie probieren, bis zur Lava vorzukommen. Da ist sie. Jo. Passt. Dann holen wir das Gold hier noch. Und dann machen wir hier noch. So. Wenn ich jetzt da hinten aufmache, dann müsste das Wasser genau bis zur Lava führen. Damn it! Haha! Ah, geil! Ja? Wenn du sowas baust und es funktioniert dann auch, dann bist du immer eigentlich happy. So, wir können jetzt eigentlich, warte mal. Okay, da ist auch noch Lava. So. Wie viel? 2, 4 brauchen wir. 4 Obsidian. Halt, lass mich da rein. Ne, warte mal. Wir machen das noch ein bisschen anders. Wieder auf. So, jetzt stehen wir da nämlich richtig drin und können einfach vor uns den Obsidian abbauen. Wenn die Zeit reicht. Ich schaff's nicht, den doofen Obsidian abzubauen. Was ist da los? Der ist irgendwie zu weit weg oder so. Ich habe keine Ahnung. Bauen wir erstmal den ab und dann hoffe ich, dass das Wasser, wenn ich das jetzt nochmal neu mache, da nicht so tief steht. Ja, so, jetzt. Schaut's klar. Jetzt ist besser. Jetzt können wir hier atmen. So. So, Leutchen, wir haben 4 Obsidian. Wir haben einen Diamanten oben, einen hier. Wir haben Papier oben, wir haben Leder, wir haben Bücher. Kohle haben wir keine mehr oben. Nein! Ich bringe mich hier noch selber um. Dann nehmen wir die Kohle mit. Kohle haben wir nämlich nicht mehr so viel. Zumindest oben nicht. Ich habe hier alles für Fackeln verbraucht. War aber auch noch notwendig, ja. Sonst wären wir nie zu den Diamanten gekommen. Also ich muss sagen, jetzt gerade habe ich richtig Bock auf Minecraft-Projekt.
Ja, ich merke, es geht was voran. Und das macht einfach Laune. Ab nach oben. So, dann kriegen wir diese Folge nämlich noch den Verzauberungstisch hin. Ratter. So, und wir haben sogar Tag. Wie geil ist das denn? So, zwei Diamanten. Hier haben wir mal das Zombie-Zeug raus. Eine Potato haben wir. Haben wir schon Potatoes? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Das wollte ich hier jetzt noch mitnehmen. Das Papier. Papier brauchen wir eigentlich gar nicht. Ist aber auch egal. Wir haben ein Stack Eisen. Wie krass ist es eigentlich? Und wir hatten doch da noch ein. Oh, irgendwo hatten wir noch einen Ofen stehen mit Eisen drin. Naja, egal, was soll's. Bin jetzt erstmal zufrieden, dass wir den Obsidian und die Diamanten haben. So, weil damit können wir jetzt schon richtig was anfangen. So, ein Buch brauche ich. Ein Buch ist es, glaube ich, oder? Ich bin mir so unsicher. Ich meine, ein Buch da und zwei Diamanten da. Enchantment Table. Yo, yo, yo. Die platzieren wir einfach mal hier. Ah, hier brauchen wir auch schon Lapis. Hä? Warum können wir hier nur so einen Scheiß enchanten? Unbreaking Efficiency. Das ist ja doof. Warte mal, ich habe doch da noch ein paar Bücher. Power Efficiency, Efficiency. Sharpness, Unbreaking Efficiency. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach. Ah, ich habe keine Bücherregale. Ah, ich Held. Deshalb kann ich keine hohen Verzauberungen machen. Ja, ist ja logisch. Ja. Okay. Wir brauchen noch Bücherregale. Warum hast du daran nicht gedacht? Eieiei. Okay, das heißt, wir müssen erst noch Bücherregale machen. Na, na, na. So, aber erstmal haben wir mal alles hier rein, was wir nicht brauchen. Und dann machen wir hier mal noch kurz das hier fertig. Da sind wir ja noch nicht ganz durch gewesen. Sieht schon ganz gut aus. Brauchen wir nochmal. Wahrscheinlich hätte ich da noch Stufen. Ja, logisch. Slabs wollte ich haben. Heißt, wenn man nicht aufpasst, dann passiert das ruckzuck. Und dann bist du aber auch selber schuld, ja? Kann ja keiner was dafür, wenn du nicht aufpasst. Varuna. Holzaxt haben wir keine mehr. Das ist auch ungeschickt, wenn man gerade mit Holz arbeitet. So, das Häuschen hier ist eigentlich jetzt fertig.
Machen wir hier noch ein paar Fackeln hin und dann ist hier schön, schön erleuchtet. Vielleicht habe ich die Türen auch falsch platziert. Nee, eigentlich nicht. Ich hoffe mal, das funktioniert. So, Bücher, Dings da haben wir. Drei brauchen wir dafür. Vier dafür. Und vier dafür. Und dann ab dafür. So. Wird ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Bogen brauchen wir gerade auch nicht. Aber ich muss sagen, es sieht im Moment gut. What the fuck? Schon wieder 13 Eier. Wo kommen die ganzen Eier denn her? Es sieht ganz gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Wir haben einen Haufen Eisen. Wir haben eine Diamantenquelle. Wir haben ein Enchantment Table. Und jetzt müssen wir uns halt noch ein paar Bücherregale machen. Und am besten auch noch irgendwie ein Häuschen, wo wir das Verzauberungszeug dann reinmachen. Ich denke, sowas in der Art werden wir nächste Folge machen. Ja. Und hier haben wir eine Efficiency 1 Spitzhacke, die ist jetzt ja relativ, würde ich mal sagen. Ich bin gerade am überlegen, wie man. What the sound? ich bin gerade am überlegen, wie man nochmal den Dings da macht, den Amboss. Weil dann wäre es für Zauber noch ein bisschen cooler. Ich glaube, man braucht 3 Eisenblöcke. Und wenn wir das jetzt noch schnell hinkriegen würden. Ah. Mephisto hat gerade auf Steam geschrieben. Schönen Gruß. Ich glaube, der weiß nicht, dass man das eigentlich hier gar nicht sieht. Nur wenn ich es erwähne. So, eins, ich glaube 4 brauchen. Ich glaube so und dann so. Jawohl, ein Anvil haben wir auch. Was willst denn du schon wieder? 8 Gold. Oh, warte mal dann. 1, 2, 3, 4, 8. Ja. Ah. Der ist ganz happy hier. Machen wir nochmal. Aber er will uns noch. Ah, doch. Ne, er will uns noch nicht mehr geben. So, also ein Anvil haben wir auch. Dann warte mal. Efficiency 1, Efficiency 1. Efficiency 2. Sehr cool. Efficiency 1. Dann gucken wir mal, ob wir hier nochmal Efficiency rauskriegen. Ne, leider nicht. Protection. Nein, das nicht. Efficiency 1. Jetzt können wir die 2 Efficiency zusammen machen. Haben wir Efficiency 2. Efficiency 2 und 2 gibt 3. Ja, das ist schon ganz okay. Gut, wir haben unsere erste verzauberte Spitzhacke. Das ist doch schon mal ein richtiger Fortschritt. Damit können wir dann auch im Nether deutlich besser Netherrack abbauen für unser Hausdach da oben auf dem Berg. Und ja, richtiger Fortschritt, muss ich echt sagen. So, viel zur heutigen Folge Minecraft Projekt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Könnt ihr auch gerne mal das Video teilen, alles kein Problem. Und wenn ihr Bock habt mitzuspielen, Kommentare unten reinschreiben, ja? Oder mir eine E-Mail schreiben über meinen
Kanalprofil, da findet ihr die E-Mail-Adresse. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.